Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Transport Fever und entschuldige mich nochmal für die letzte Folge, die entweder nachkommentiert ist, vermutlich aber in einer deutlich schlechteren Audioqualität, weil mein Mikrofon einfach dauerhaft übersteuert hat, rausgebracht wird. Das hat sich hoffentlich in dieser Folge verbessert, beziehungsweise ich musste gerade mein Setup wieder umstellen. Da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen mit der Mikrofoneinstellung. Ich war ja eine Woche weg. Ist trotzdem keine Ausrede dafür, dass ich wieder zu blöd war, das richtig einzustellen. Sorry, nochmal. Wir waren in der letzten Folge dabei stehen geblieben, hier eine Strecke zu bauen, ne? Genau, wir hatten hier diese komischen Bahnhof angelegt, wo wir festgestellt haben, Moment, da fehlt das Dach. Ich werde den erstmal stehen lassen und vielleicht offscreen dann ändern, dann werde ich euch nochmal Bescheid sagen, dann werdet ihr auch merken, dass der Bahnhof an auf einer anderen Sache ist. Sieht ein bisschen unschön aus, finde ich, aber gut, lässt sich wahrscheinlich schwerlich ändern. Steht ja auch gerade eine der Diesel-Loks drin, die sind so laut, ne? Oder war das? Wo sind denn die? Ach, da vorne. Ach, die fahren auf das Gleis, echt? Ne, fahren sie nicht. Das ist gefahren. Solange er wieder auf die Hauptstrecke draufkommt, lass ihn gerne auch an anderes Gleis nutzen. Kommt ja in der Realität auch mal vor. So, diese Bahn, für die bauen wir jetzt gerade für den Intercity. Und vielleicht auch noch eine Regionalbahn, das werde ich mal gucken. Da bauen wir jetzt gerade hier den Anschluss. So. Den möchte ich ganz gerne wohin haben. Ich überlege gerade, wie ich es am besten baue. Ich glaube, ich baue das so hier mit zwei Gleisen raus. So baue ich das, glaube ich, am besten. So. Genau. Zack, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. So. Dann gucken wir uns nochmal an, welche... Na, das sieht irgendwie... Die sind ein bisschen zu nah, ne? Da hat jemand nicht so perfekt gemoddet. Von dem Übergang her. Bahnübergang gelb-rot. So. Oder es soll so. Ich weiß es nicht ganz genau. Ist das das von dem... Vom Mario Gaming? Übrigens auch einer, der sehr coole Transporter-Videos macht. Ruhig mal vorbeischauen. Der hat nämlich auch so Übergänge gemacht. Und die hatte ich bei Steam gefunden und die habe ich mir auch gedownloadet. Sind das die, die vielleicht ein bisschen zu weit innen drin gesetzt sind? Oder sollen die so? Für so einen Fußgängerüberweg oder sowas? Das kann natürlich sein. Sieht ein bisschen so aus, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich vermute aber, dass es die sind. Ich weiß nicht, ob es die sind. Weil ich hatte da welche gedownloadet. Und bin mir nicht ganz sicher, ob es die sind. So. Ich glaube, ich habe es jetzt oft genug wiederholt, ihr wisst es. So, wir wollten hier ein paar Schranken setzen. Dann nehmen wir die typisch deutschen Übergänge, das passt. Und bauen die dann da hinten an den... daran. So. Und dann bauen wir das so, würde ich sagen. So. Ein bisschen so. Und ich möchte nämlich jetzt das hier so bauen, dass die innen... von beiden Richtungen ran vorbeifahren kann. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Das sah doch gerade gar nicht schlecht aus. So, ja, perfekt. Genau so habe ich mir das gedacht. Dann können die innen auf das Gleis drauf fahren, um stehende Züge zu überholen. Beziehungsweise der Fernverkehr. Also unseren Intercity werde ich aber wahrscheinlich später rüberjagen. Was ist denn... Wie steht sie jetzt? Jetzt motzt er aber die ganze Zeit jetzt. Hier ist irgendwie fast doof. Was er nicht will. Es ist zu tief hier. Ist so tief wie das Niveau dieses Let's Plays. Nein, Da muss es noch ordentlich tiefer sein. So. Jetzt aber genug mit dem Selbstbashing. Ich will jetzt einfach nur hier eine vernünftige Strecke hin. Hätte fast gesagt zaubern, aber zaubern ist es jetzt hier nicht wirklich. Hinsetzen, sag ich mal. Ich vermute, dass es hier am Anschluss liegt. So. Mein Handy vibriert. Schön. Und, ach, ich bin so ein Trottel. Letzte Folge habe ich schon extra gesagt, ja, ich muss nachschauen auf meinem Handy, weil ich vergessen habe, weil ich keinen Timer mehr da habe, weil ich keinen zweiten Bildschirm habe, habe ich so gesagt. Ich habe mein PC jetzt so aufgebaut, kurzzeitig, dass ich keinen zweiten Bildschirm habe. Bin ich nicht so gekommen, den zweiten jetzt auch noch aufzubauen. Und dann habe ich einfach gedacht, ja gut, dann guckst du aufs Handy. Aber der Nachteil ist, deswegen konnte ich in der letzten Folge genau der City-Aufnahme auch nicht sehen, dass es total heftig ausschlägt. Sonst hätte ich das nämlich gesehen. Deswegen, vielleicht sollte ich nächstes Mal einfach ein bisschen mehr vorbereiten, dann passiert sowas auch nicht. War ein bisschen doof.
ärgere ich mich auch immer riesig drüber über so eine Scheiße, wenn mir sowas passiert. Und was für eine Steigung? Jetzt stell dich um. No, stell dich mal nicht so an. Wird schon passen. Kerl. So. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Binde mal die da an. Sehr gut, passt. Und jetzt müssen wir, kommt wahrscheinlich die hier nicht rüber, oder? Ich sag's dir, irgendwie sowas. Da gerade, guck mal, ich hab doch ganz kurz. Da, guck mal, hier. Da bist du. Sehr schön. Sehr gut, dann so. Sehr schön. Angeschlossen. Und dann wird das gleich hier in den Bahnhof wieder reingehen. Hier übrigens unsere, kann man auch mal wieder vorbeischauen, unsere Schienenbusse, die ich sehr cool finde. Mit der Strandbahn. Eine sehr schicke Strecke, meiner Meinung nach. So. Dann würde ich sagen, lassen wir das hier mal aufteilen. Weil nämlich die Strecke jetzt hier vorne in den Güterbahnhof gehen wird und die da hinten in den Personenbahnhof. So hatte ich mir das jetzt gedacht. Genau so. Dann können wir hier mal wieder alles anschließen. Sehr gut. Gehen wir so ein Stückchen so raus, damit wir das hier so anschließen können. So. Jetzt komm. Sehr gut. Oder war das jetzt doch, ist angeschlossen. Sehr gut. Sehr schön. Bisschen krumm und schief, aber es geht ja alles im Transportführer. Train 4 muss ich auch noch aufnehmen. Da freue ich mich schon. Da kommt ja die Benennungsfolge. Da habt ihr ja auch schon einiges. Aber falls ihr noch. Obwohl, wird das nicht zu spät? Nee, vermutlich ist es zu spät, diese Folge. Wenn ihr das dann. Wisst ihr wieder, das Folge schon durch. Transportführer. Jetzt wollte ich euch gerade nochmal darauf hinweisen. Aber ich werde da vielleicht auch zwischendurch aber noch ein bisschen was benennen. Also, falls ihr da noch Namen habt. In dieser Folge wird es wahrscheinlich auch irgendwann kommen. Aber ich werde das erst später machen. Ich meine, bei Train Fever war es erst in der 75. Folge. Da sind wir hier noch ein bisschen entfernt. Wo wir, glaube ich, auch schon an den 30 kratzen. Oder sind wir schon über die 30 rüber? Ich merke mir die Folgenzahlen. So. Damit haben wir die Strecke auch fertig. Sonst sehr schick, ne? So ein alter Bahnhof finde ich echt schick mit so einer kleinen Kneipe hier. Unheimlich schön, aber dieser kleine Bug mit dem Dach nervt mich etwas. Na gut, ändern kann man es nicht. So. Sollte mir auch die Bahnhöfe immer öfter angucken, finde ich. Baue die immer und dann bin ich schon wieder weiter und sollte mir ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen entschleunigen und mir jetzt mehr Zeit nehmen für das Let's Play, kann ich fast sagen. Den sind wir als Kopfbahnhof hier hin, würde ich sagen. Wo haben wir denn? Einmal gucken, wo der Industriezweig hier sitzt. Hier nicht? Da vorne sitzt er, okay. Dann können wir das hier so anschließen, würde ich sagen. Zack, genau. Ein Gleis, ich glaube 120 haben wir wieder genommen. Ich meine, länger geht es eh nicht, weil wir die. So. Züge nicht länger machen können. So. Mit dem Tunnel ist irgendwie doof, ne? Aber komm, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann können wir, vielleicht klappt es ja noch. Komm, das wird ja wohl. Nein, wird nicht gehen. Schade. So. Oder wir machen es hier im Tunnel. Dafür ist ja Transportwehr. Deswegen mag ich ja Transportwehr, weil so ein Quatsch hier auch geht. Sollte gehen. Wenn es nicht so ein Vorführeffekt wäre, dass es jetzt gerade mal nicht geht. So. Ey! So viel zum Thema sollte gehen. Jetzt geh da rein. Will nicht. Das wird jetzt nicht gehen, ne? Hat er gerade schon. Habe ich gerade schon probiert. Jetzt komm, ganz knapp. Bitte, 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 bitte. Nein. Warum zur Hölle geht das denn nicht? Dafür ist der Transportwehr, sollte das doch eigentlich gehen. Jetzt aber. Ja, okay, jetzt. Was habe ich jetzt gemacht? Was macht er denn jetzt für einen Scheiß? Na ja, gut. Jetzt wollte ich gerade mal Transportwehr loben. Jetzt macht er hier so einen Müll. Na ja, gut. Ich habe festgestellt, dass Transportwehr. Ich hätte jetzt gedacht, das hat auf Steam mega gute Bewertungen. Hat es aber gar nicht mal, ne?
Ich bin ja mega begeistert von dem Spiel. Liegt aber daran, dass ich den Vorgänger schon richtig gut fand und mich zwar auch schon tot geärgert habe. Ihr habt ja auch einige Beispiele in den Folgen gesehen haben, da über die manchmal, dass es manchmal nicht funktioniert oder dass manchmal irgendwie ein bisschen rumnervt, dass irgendwas nicht gebaut werden kann, wie hier zum Beispiel. Aber im Endeffekt fand ich halt ganz Transport und Trainführer für richtig gute und schöne Spiele. Aber anscheinend nicht alle. Oder viele lassen sich dann halt. Also an der Grafik kann niemand motzen. Also da habe ich sogar irgendwie, ich habe mir so durchgelesen, da meinte, an der Grafik wäre nicht schön. Also wer das hier nicht als schöne Grafik bezeichnet, ich weiß nicht, was der für Ansprüche hat. Also ganz ehrlich, deutlich schöner als ein City Skylines, meiner Meinung nach. Und das will was sagen, weil City Skylines echt schön aussieht teilweise. Aber City Skylines ist noch ein bisschen älter. So. Du. Brennen wir mal, komm, wir machen so einen 40er-Timer hin. Na. Da. Können wir mal so einen Begrenzungsteil machen hier mit 60, so Achtung 60. Können wir hier auch mal hinstellen, finde ich. Auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen zu schnell ist für diese Weiche. Nun gut, so ungefähr. Ich hab's ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so spannend ist, wenn ich jetzt mega übertriebe mit dem Signalball und so, ne? Ich will auch ein bisschen fahren und ein bisschen Schönheit und ich meine, das andere war eine richtige Schönbaustrecke und das ist jetzt hier auch schön, soll auch schön aussehen, aber jetzt nicht Priorität auf Schönbau, sondern eher auf Funktionalität. So. Dann können wir hier vielleicht auch mal eine. Ne, müssen wir doch hier 40, weil dann die einen halten und die anderen müssen über die Weiche rüber. Also, ich kann nicht so doof. So. Sehr gut. Wenn wir dann hier noch eins hinstellen, hätte ich jetzt gedacht. EZB, ne, das können wir auch mal machen hier. So, EZB dafür und so Quatsch. Aber erstens muss ich dann nochmal genau gucken, wie man die setzt. Und zweitens, später. Auf dieser Strecke vielleicht auch eher unnötig, EZB. So. Dann haben wir das auch erstmal gebaut. Und können dann gleich eigentlich schon mal unsere... Nein, können wir nicht, weil hier fehlt noch natürlich noch was. Was habe ich hier gemacht? Hä? Was ist das denn für ein Quatsch? Interessant. Anders kann man es nicht bezeichnen, ne? Kann man jetzt immer so rausgehen? Ja, und dann die andere Seite auch hier rein. Und zack. Auf der anderen Seite machen wir es aber andersrum. Auch nicht schlecht. Geht auch, ne? So, zack. Sehr schön. Dann wollen wir hier noch ein paar Signale setzen. So, ein paar Signale zum vor der Weiche hier. So, hier auch vor der Weiche. So, sehr schön. Dann hier noch zwei hin. Ich weiß gar nicht, ob ich holländische Signale habe, aber ich glaube, ich werde da einfach deutsche hinsetzen. Ich weiß gar nicht, wie groß sind die holländischen so groß unterschiedlich? Vermutlich ja. Aber keine Ahnung. Ich kenne mich mit holländischen Signalen noch nie aus. Ich bin noch nie in Holland Zug gefahren, deswegen keine Ahnung. Aber die sind immer so schön gelb, die Züge. So, dann haben wir das eigentlich auch schon fertig, würde ich sagen. Können wir mal gucken, wo wir diese Züge fahren lassen. Die sollen ja hier zwischen pendeln, zwischen Bad Südsee, da und dann Speyer. Gut, das können wir eigentlich schon mal, die können wir schon mal kaufen. Ich glaube, das schaffen wir noch. Die kaufen wir noch. Vielleicht haben wir sogar noch eine Mitfahrt. Ich vermute, ja. Ich hoffe, dass ich nicht übertreibe von der Länge, aber ich glaube, das wird locker passen, dass wir dann noch eine Mitfahrt machen. Wo kaufen wir denn am besten? Hier unten. Hier unten hatte ich nämlich gedacht, dann könnten wir hier, wo haben wir denn die 5 Gleise? Ach, hier haben wir 5 Gleise, genau. Das 5. Gleis wird nämlich jetzt ein Depotgleis. Uah. Ich stoße mal ins Mikro so leicht. Haben wir eigentlich neue Straßen, Zugdepots? Ich glaube ein paar, ne?
Ja, so die. In der Luftfahrt sind wir wieder so ein Ding hier. Nee, ist zu groß, finde ich. Diese Riesenteile immer. Finde ich cool, auch realistisch, aber. Entschuldigung, ich bin immer noch müde. Ja. Passt jetzt irgendwie gerade hier nicht hin. Ja, die müssen wir auch nochmal irgendwo verwenden, die Brücke. Mega schick. Aber. Das ist eine Schnellfahrstrecke. Wir haben ja noch ein paar Schnellfahrstrecken zu bauen. Ich habe da auch schon die Ideen, wo die hinkommen und auch so einige Schnellfahrzeuge, die wir noch bauen wollen. Da kommt schon eine Brücke auch noch zustande. So. Wir wollten noch diese Lokomotiven gucken, und zwar ein paar. Na, den nehmen wir auf jeden Fall hier. Wollen wir davon ein paar nehmen? Ich weiß nicht, ob wir dieselben nehmen wollen, aber die sollen ja ein bisschen gleiche Geschwindigkeit haben, damit sie nicht auflaufen. Und die kann nämlich schneller als die andere. Deswegen würde ich vermuten, nehmen wir die. Das ist die einzige, die mir so gefällt. Und eine 218 können wir auch nehmen. Ich fasse genauso. Komm, nehmen wir noch eine 218er. So. Güter. Guck mal. Stein, Baumaterial und Güter. Genau. Das sind die Ami, die kommen auch noch, aber jetzt hier nicht. Die kommen in die Ami-Ecke. Habe ich ja schon mal ein bisschen gesagt, was hinkommt. Auch nicht schlecht. Persilwagen. Ah, vielleicht noch mal ein bisschen was unterschiedliches mal fahren. Was können die denn? 120. Ich glaube, viel schneller schaffen wir es eh nicht. So, Serial. Komm, hängen wir hier mal so ein bisschen was ran. Stahl ist Quatsch. Stahl ist Quatsch. Werkzeuge, Kunststoff, Waren, nein, ist auch Quatsch. Baumaterial. Stein, wir brauchen erstmal ein paar Steinteile dranhängen. Was haben wir denn für Stein? Was brauchen wir denn für Stein? Wahrscheinlich so offene Anhänger hier. Das hier? Können auch Stein rein? Nein. Och Mann, die wären cool gewesen. Eisen erst so ein Schlacke. Haben wir hier Stein? Nein, haben wir auch nicht. Hier Stein, Getreide und Schlacke. Hier Stein. Stein, Getreide und Kunststoff, das sieht gut aus. Aber das ist ein Ami-Karre, ne? Das ist ein Ami-Wagen, glaube ich. Ja, ist ein Ami-Wagen. Die würden ja eh nicht so gut passen, finde ich. Hopper, haben wir da was? Stein, der Hopper vielleicht eher. Getreide und Lebensmittel. Sonst haben wir hier nur die Tankteile. Die nehmen wir die hier. 1, 2, 3. Haben wir noch ein ÖBB dazwischen? Komm, wir nehmen uns 1, 2, 3. Nehmen wir 5 von denen. Wie lange können wir? 120, ne? Dann würden wir jetzt noch. Mal gucken, wie das wird. Privatbetreiber. Was haben wir denn hier gehabt? Persilwagen, ne? Die Persilwagen fand ich cool. Die wollen wir ja auch mal einsetzen, denke ich. Ja, was haben wir denn? Baumaterial und Waren, ne? Genau, passt. 1, 2, 3. Bin ich so komische Persilwagen, die vorhin so gefällt? Hier. 4, 5. 166 ist zu lang. Kriegen wir nicht im Bahnhof rein. Heißt, ein von denen weg. Hier einen weg. Und ein von denen hier weg. Komm, den. 36, auch zu lang. Noch einer muss leider weichen. Und hier auch noch. Den Persil nehme ich nicht weg, aber kommt der hier. 106. Bisschen doof, ne? Also von der Länge her finde ich das ein bisschen unnütz. Ich könnte noch einen hinten dranhängen, aber ich werde wahrscheinlich die auch viel mehr brauchen, deswegen die. Weil die Steine vielleicht gar nicht so lang. Vielleicht zwei Steine und vier von den anderen. Aha, drei, vier. Komm, wir nehmen erstmal die Kombination. Schicken den schon mal auf die Linie, die wir jetzt erstmal erstellen müssen, natürlich. Das schicken wir los in. Ja, müssen ja da hinten losschicken, sonst kommt er da nicht hin. Obwohl, der kann ja auch an anderen Bahnhöfen anfangen. So. Bad Südsee. Dann hier, dann hier. Dann nach. Hier. Sehr schön. Zweigleisig nutzen. Sehr geil. Wird er wahrscheinlich gleich wieder ändern, aber im Moment hat er es begriffen. Stein, Waren, Steinbaumaterial, Speyer. Ach, er speichert. Ich wollte gerade fragen, warum kann ich den nicht mehr schreiben? So wenig Buchstaben war das aber nicht.
dabei. Stein und so weiter, ne? Wo haben wir es denn? Steinbaum. Baum? Ach, Baumaterial, ja. Ich kürze Baumaterial mit Baum ab. Ne, noch hau ich am Bau raus, dann weiß ich, was gemeint ist. Baum. Finde ich auch nicht schlecht. Habe ich in dem Moment gar nicht dran gedacht, dass es ja auch so gedacht werden kann. So. Stein. Da haben wir es. Kannte der Weg zur Haltestelle konnte nicht gefunden werden. Liegt daran, dass ich die Strecke nicht angebunden habe. Lavan, du Experte. Ja, genau. Zack, passt so. Sehr gut. Und dann los. Ey, du, sag mal, dich habe ich jetzt aber nicht losgeschickt. Ach komm, ich habe doch extra den anderen ausgewählt. Jetzt fährt der erstmal seine Runde, das ist ja auch schwachsinnig. Na gut, dann müssen wir einen kleinen Moment warten, bis der andere da drin ist. Den würde ich nämlich gerne noch auswählen. Jetzt gucken wir uns erstmal die Lok hier an. Die 218. So, ja, das ist check. Mit ein paar verschiedenen Waggons hinten dran. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Du kannst gleich mal wieder zurück. Ach, ich finde auch mal so eine einsame Lokomotive. Müssen wir eigentlich auch mal auf der Anlage haben. So eine Lokomotive, die einfach so als Ersatz irgendwo rumfährt oder irgendwo gebraucht wird. Kommt ja auch öfter mal vor. Und ich habe was vergessen. Warte mal ganz kurz. Wo brauchen wir die denn? Das ist Steine, das ist das. Das passt sogar, ne? Bei Bad Südsee. Ja, die muss eigentlich nur noch in Oberspeyer. In Speyer-Transfer. Passt. Bad Südsee Süd. Dann. Speyer-Transfer ist hier hinten, ne? Genau. Also Bad Südsee Transfer, das passt. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz ändern. Weil das nämlich Quatsch ist. Die muss ja gar nicht. Da einmal halten ist auf jeden Fall unnütz. So, wir fangen hier an. Von Bad Südsee aus muss ich ja nur die Sachen nach Speyer mitnehmen. Das heißt, die wird hier nur hier halten, an der Fabrik. Ist doch richtig hier, die Fabrik, oder? Das ist doch, genau, das ist der Steinbruch und das ist die Fabrik. Für die Baumaterialien, dann wird er hier halten. Und dann auf dem Rückweg hier. Weil, sonst braucht er ja gar nicht da halten. Wäre nur unnütz. Zeitverschwendung, sage ich mal in dem Sinne. Sag mal, hat er schon angefangen? Fangt er schon an zu produzieren? Nein, noch nicht. Vielleicht gleich. Wo ist denn unsere Lok? Hat die endlich mal Ziel erreicht? Nein, damit müssen wir noch warten. Und dreh wieder und dann darfst du wieder ins Depot fahren. Ab ins Depot mit dir und dann... Was ist denn jetzt dein Problem? Warum wartest du denn jetzt? Jetzt ins Depot, dankeschön. Nicht, warum das... Ach, weil er da jetzt nicht drauf kommt. Ja, doof. Ist doch alles schwachsinnig. Muss ich da jetzt echt noch eine Weiche einbauen? Ja, mache ich. Gut. Dann muss da halt noch eine Weiche hin. Ich wette, dann fahren sie wieder so ein Stück eingleisig, weil ich da eine Weiche gebaut habe. Ach, guck mal, eine Weiche, dann fahren wir immer ein Stück eingleisig. So machen die jetzt meistens. Das ist mega aufregend. So. Ach, so schlimm ist es aber auch nicht. Mega aufregend, wenn was anderes. Es ist... Das Spiel ist ja trotzdem richtig schön. So, wir gucken mal eben, ob die noch zweigleisig genutzt wird. Das sieht gut aus. Hier hinten auch noch. Oder haben sie hier entschieden, jetzt nicht mehr? Nee, passt sogar noch. Sehr schön. Hier hinten auch. Ja, sehr gut. Das heißt, wir fahren jetzt... Da fahren jetzt die Güter und die... Wo ist denn die Lok? Die wartet jetzt da. Warum auch immer die da wartet. Weil er auf der falschen Seite dran vorbeifährt. Sag mal. Das ist aber Quatsch. Warum fährt er denn auf der Seite? Überholmanöver? Okay. Ich frag mich, warum. Da hinten kommt der. Diese Triebwagen. Und dann wollen wir diese Lok auch jetzt endlich mal mit Waggons bestücken. So rum. So.
Kapitän, ist glaube ich eine private, ich vermute es ist einfach eine private Güterfirma, Gütertransportfirma, wie es so viele gibt. Gibt ja sogar teilweise Firmen, die noch eine Lok haben und damit dann kleinere Aufträge annehmen oder vor allem eilige Aufträge. Auch sehr cool. Oder meistens vielleicht auch ein Mann-Betrieb als Zugunternehmen, finde ich auch cool. Oder halt ein Frau-Betrieb, denn ich habe glaube ich mal eine Dokumentation gesehen, wo das so eine Frau macht, die als einzelne eine Lok hat und dann so kleine Aufträge fährt. So eine einzelne Firma. Ich glaube, das war so. Bin mir aber nicht mal ganz sicher, ist ein bisschen her. So. Dann wollen wir die hier nochmal nehmen, hatten wir ja, ne? Erstmal kommen wir spannend erstmal wieder als erstes die Dings vor. Unsere kleinen Steinteile hier. Nehmen wir DB und dann vielleicht auch nochmal eine alte. Die können ja gleich schneller. Die können sogar 160, aber die anderen Wagen werden sie wieder auf 120 runterbremsen. So, was haben wir denn hier alles? 2, 3, 4. Noch mehr von der, ne? Genau. 5. 125. Ja. Komm, scheiß drauf. Das ist halt ein bisschen zu lang. Das sieht man kaum. Also das bisschen. Dann hängt die halt ein bisschen drüber. Finde ich jetzt aber, glaube ich, nicht schlimm, die 5 Meter. Dann fahr mal los. Auch schick. Ich glaube, das war 86 oder so. Baureihe. Keine Ahnung, kann sein. Ach Mann, jetzt hör mal auf zu gähnen, labern. Das nervt langsam. Jetzt will ich aber noch einmal. Ich wollte eine Mitfahrt machen. Irgendwie nimmt er die nämlich auch noch gar nicht an. Er fährt schon wieder auf der falschen Seite. Sag mal. Ich habe mir doch gerade vorhin angeguckt, dass er auf der richtigen Seite fährt. Der tut er auch. Aber der macht hier irgendwie komische Sachen. Die 218 macht, was er will. Ach, der hat sogar 3. Okay, ich hatte bei einem, glaube ich, nur 2 angehängt. Na gut, egal. Da kommt aber unsere Personenlok. Mit der machen wir jetzt hier eine Mitfahrt. Komm, mit der machen wir jetzt hier eine Mitfahrt. Einmal hier auf der neuen Strecke. Oh, der hält aber schön knapp davor. Und da hinten werden die Sachen zum Flughafen gebracht, die oder die Lebensmittel für Speyer, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Da vorne einmal warten auf den Regionalverkehr, die Regionalbahn. Und dann geht's hier gleich. Ich hoffe, dass er auch die richtige Seite nimmt. Ich denke aber schon. Und da vorne startet gerade ein Flugzeug, das eigentlich die Nahrung bringen soll, was aber nicht so ganz funktioniert. Aber die sehen cool aus, deswegen lasse ich es auf der Anlage. So, und jetzt geht's über die Brücke zur nach Richtung Bad Südsee. Und hier wird später auch, also diese Strecke, wo die Güterstrecke und Güterzüge jetzt auch lang fahren, wird später auch der Intercity lang fahren. Dazu bräuchte aber erstmal die Strecke, wo die Holländer später auch drauf fahren werden. Also die werden sich dieser Intercity, die 612-Reihe, diese Intercity sozusagen, und der die Holländer teilen, die Strecke. So. Dann beschleunige mal schön durch. 120 Meter kannst du hier eh nicht. Und ich überlege halt wirklich, ob ich noch irgendwie eine Regionalbahn fahren soll. Vielleicht auch eine 612 als Regionalbahn, die ich ja jetzt hier ausgemustert habe, weil sie die anderen mir auf der Strecke da hätten besser gefehlt. So. Jetzt biegen wir rechts ab. Aber jetzt hör mal auf, Jan. Ah, ich gähne hier die ganze Zeit dumm rum. Das regt mich gerade selber auf. Aber man kann es manchmal auch nicht vermeiden. Weißt du was, wisst ihr, was auch ganz schlimm ist? Wenn jemand irgendwo bei euch so in der Gegend, also in der Gegend will ich schon sagen, also bei euch irgendwo gähnt und ihr auch am Rumgähnen seid. Das Gähnen ist so ansteckend. Das ist echt schlimm. So. Und das gefällt mir echt nicht, dass hier so mehr Verschranken sind. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie wegkriege. So, halten wir hier mal. Ich hoffe, er hat genug Hubraum. Hahaha. Finde wieder witzig. Ja. Ich freue mich schon richtig auf die holländischen Züge. Also, weil ich ein bisschen geguckt habe, was es da so gibt. Ich habe da vor allem Triebwagen. Also, ich habe da vor allen Dingen
Ja, Betriebwagen halt. Oder beziehungsweise fertige Züge. Ich glaube, es ist sogar lokbespannt. Eigentlich, aber sind so fertig zusammengestellt schon. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen was. Die schönen gelben Züge. Holland sind ja irgendwie auch alle Züge gelb geführt. Also ich glaube, zumindest was ich gerade gesehen habe, Fernverkehr und Nahverkehr ist da gelb. Gut, in Deutschland haben wir jetzt auch alle möglichen Farben. Früher war es ja mal so weiß und rot. Mittlerweile gibt es da so viele Privatbahnen. Also im Personenverkehr, dass mittlerweile die Sache so weiß ist für Längestrecken, rot für kürzere, beziehungsweise zwischen DB Fernverkehr und DB Regio auch nicht mehr gibt. Das ist ja, weil die die Privatbahnen ja alle möglichen Farben haben. So, wo kommt denn unsere Gegenlok mal? Die dauert noch ein bisschen. Vielleicht sollten wir auch noch eine dritte einsetzen. Ich guck mal, ob das langsam vielleicht bald anläuft. Ich glaube, er speichert gerade oder sowas. Sonst würde er nämlich so nicht so rumhaken. Und rechts, das Wasser bewegt sich auch nicht mehr. Nee, das bewegt sich tatsächlich nicht. Das sah nur so aus. Doch jetzt. Ich glaube, er hat wirklich gerade kurz ein bisschen irgendwas gespeichert oder gehakt. Keine Ahnung. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. So, und den Bahnübergang muss ich da gleich noch ändern. Ach, weil er hinten noch auf der Weiche war. Ich denke, warum bremst er denn? Aber der Zug ist ja lang, da muss er auch ein bisschen... Wenn er hinten noch auf der Weiche ist, kann er natürlich kein Gas geben. So. Wo ist denn der Kapitän da? Oder Kapitän, wie auch immer die Firma heißt. Oder wartet der jetzt, weil er hier wieder eingleisig fahren will? Wahrscheinlich ist es so. Sonst wäre der uns dann nämlich, glaube ich, schon entgegengekommen. Wie ich das kenne, ist es wieder so. Ach ne, er steht jetzt auf dem Gleis. Was macht ihr denn jetzt? Oh, jetzt stellen sie sich blöde voneinander und gucken doof. Ist auch schön. So, gucken wir uns die beiden jetzt an. Ich glaube aber, die Mitfahrt habt ihr jetzt gesehen, wenn du noch bis dahin gewesen. Mit diesem Bild, wie sich die beiden doof angucken voneinander, würde ich sagen, beende ich diese Folge und vermutlich sogar diese Aufnahme. Ich wollte eigentlich eine längere Aufnahme machen. Aber wie ihr am Gehen merkt, werde ich echt müde und krieg Hunger. Komische Kombination. Und deswegen werde ich erstmal... die Aufnahme beenden, eine sehr kurze Aufnahme. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich weiß nicht, ob es in der nächsten Folge dann schon die Abstimmung für die für Dings gibt. Für die Namen des Bergdorfes oder nicht. Das werde ich da sehen. Aber Mindestlänge bei Umfragen sind ja immer 3 Tage. Danach kann es sein, dass ich das dann einfach dann sozusagen auflöse. Und wenn danach noch teilnehmen, ist es halt... Könnt ihr Glück haben, dass ich das noch nicht aufgenommen habe. Oder Pech, dass ich das Ergebnis schon sozusagen... mir in die Folge eingebaut habe. Wie gesagt, 3 Tage habt ihr Zeit zum Abstimmen auf jeden Fall. Meistens sogar ein bisschen länger, aber drauf verlassen könnt ihr euch halt nicht. So, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.